Wir befinden uns in der dritten Welle der Pandemie. Die Zahlen steigen, der Anteil der Mutationen ist groß. Es liegen also noch ziemlich herausfordernde Wochen vor uns. Impfen ist dabei ein zentraler Schritt raus aus der Pandemie, aber eben auch einer, der Zeit braucht. In Europa noch nicht genug Impfstoff, um die dritte Welle allein durch Impfen zu stoppen. Selbst wenn die Lieferungen aus EU-Bestellungen nun zuverlässig kommen, wird es noch einige Wochen dauern, bis die Risikogruppen vollständig geimpft sind. Erst dann können wir auch über breitere Öffnungen der Gesellschaft reden. Leider hat sich die Zunahme der Fallzahlen in den letzten Tagen beschleunigt. Er ist nun ganz deutlich exponentiell. Die Inzidenz steigt in den Altersgruppen unter 60 Jahren deutlich an, am meisten bei den 15- bis 49-Jährigen.